Hallihallo, meine Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge dieses wunderschönen Spiels Planet Crafter. In der letzten Folge. Eigentlich, was ich auch noch machen möchte, ist da hinten ins Felsenlabyrinth. Wieder da hinten müsste es sein, ne? Theoretisch dort. Da hinten irgendwo. Möchte ich gerne ins Felsenlabyrinth noch einmal hinein. Und dort die restlichen Kisten abgrasen, denn da sind nämlich verdammt viele Superlegierungen noch. Also gucke ich unsere Geschwindigkeit an. Wenn der das mit damals vergleicht, als wir gelaufen sind, ist das ja ein himmelweiter Unterschied. Holy shit. Aber da war ich doch dahin schon gewesen, oder nicht? Und da ist Uran, ja. Lass uns überraschen. Einfach straight geradeaus. Das ist übrigens die Rakete mit den Points of Interest, denke ich. Wir würden das sonst nicht wissen, nur mit den GPS-Satelliten. Ich hätte gerne einmal wieder einen vollen Uranschrank. Muss hier hinten was Schickes sein. Hm, da wahrscheinlich, oder? Bei den ganzen Felsen. Das ist echt verdammt weit weg. Hier war ich schon. Das habe ich abgegrast gehabt. Da muss es direkt hier drinnen wahrscheinlich. Direkt dahinter gewesen sein. Hier unten ist hier eine Kiste drin. So, wie komme ich da rein? Oh. Wir nehmen das mal mit. Wenn wir Uran dann im Überfluss haben, dann... Das ist kein Uran, hier war ich doch schon. Müsste ja dann auch eine Höhle sein, denke ich, oder nicht? Hier war ich halt schon. Ich denke, es müsste eine Höhle sein. Osmium und so weiter ist ja auch in der Höhle. Iridium ja auch. Es ist nicht in der freien Wildbahn. Schauen wir mal, ob wir hier in die Höhle reinkommen irgendwie. Aber ich sehe ja keinen Zugang zu einer Höhle. Was ehrlich gesagt, doch, da hinten ist mein Marker. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich zurückkomme. Mein Marker ist rot, ist etwas unglücklich, wenn wir gerade wieder einen Sandsturm haben. Ah, mein Finger, Alter. Tut so weh. Okay, ich finde noch kein Uran. Noch kein Uranvorkommen entdeckt. Oh, da. Eine Höhle. Na, hier waren wir gerade schon. Laufen wir mal außen rum, würde ich sagen. Irgendwo wird sich schon etwas zeigen. Ich hätte gedacht, das wäre eine Höhle gewesen, aber nein. Und ich sehe halt einfach gar nichts. Ich weiß nicht, ob ich gerade in einem Felsen drin stecke, ehrlich gesagt. Da komme ich nicht rein. Ich stecke in einem Felsen drin, oder? Kann das sein? Dieses Spiel, ey, wirklich. Voller Bugs. Stecke ich in diesem Felsen drin? Oh. Ja, ich befürchte, da komme ich nämlich erst hin, wenn nämlich der Rest hier schmilzt. Zwei GTI, okay, alles klar. Gönn dir.
Hier soll ich ja gar nicht, noch gar nicht hin, aber auf jeden Fall auf der anderen Seite wäre eine Höhle. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Da, wo ich theoretisch langgelaufen bin, vielleicht war aber auch Ende der Map schon, das weiß ich nicht. Das Spiel ist da leider nicht sehr präzise, was das angeht. Schon so ein kleiner Cheater, ne? Geht immer höher. Guten Tag. So, da ist unsere Base. Es ist wirklich sehr weit weg. Und da hinten ist eine Höhle. Theoretisch hätte ich aber außen lang gemusst. Verstehe das nicht. Leider habe ich auch keine Karte, die ich aufrufen kann, was ich sehr schade finde. Ich hätte gerne mit M eine Karte, die ich aufrufen kann. Ich war da. Uran nicht. Tschüss. Hier ist Alu wieder nice. Ich habe, glaube ich, mittlerweile genug Alu. Ich bräuchte aber wieder ein bisschen Kobalt, ne? Um mir meine Sauerstoffflaschen wieder zu craften. Gut, ich habe auf jeden Fall gesehen, dass es Höhlen gibt mit zwei GTI. Alles klar. Würde also noch ein Weilchen dauern. Bis wir da überall durch sind. Oh, Hallöchen. Oh, nice. Da haben wir doch schon wieder einen, hat sich wieder einen Bunker jemand gebaut. Oh. Okay. Ein Dingensen, okay. Ein Biochip auf jeden Fall wieder. Oh, ein Raketentriebwerk, nice. Was haben wir denn noch Schönes? Ja, strange, dass wenn ich von hier gucke, ich einfach alles sehe. Dahin geht's auch. Ah, guck mal, ich kann die wegmachen. Es geht weiter. Haha, sehr witzig. Hätte ich gar nicht, hätte ich tatsächlich nicht gesehen. Was ist das? Bin ich zerlegen, scheinbar. Okay, crazy. Eine Höhle. Okay. Einmal Wasser haben wir noch. Ich werde alles, um diesen Planeten zu verlassen. Ich musste tief graben, um die Ressourcen zu finden, die zum Bau einer Startplattform benötigt werden. Die Stürme sind in letzter Zeit seltener geworden. Ich muss einen großen Meteoritenkrater finden, um die Plattform auf dem Grund zu bauen, um vor den Winden geschützt zu sein. Die Magnetfelder dieses Planeten sind völlig verrückt. Das sehe ich zum ersten Mal in meinem ganzen Leben. Noch einmal verlasse ich diesen Unterschlupf in der Hoffnung, dass ich es schaffen werde. Iklas. Ja, 3040. Ein Dünger. Oh, Wasserflasche schlürfen wir mal. Schwefel nehme ich mit. Wasserflasche. Ein Dünger. Und die restlichen Samen sind irrelevant. Aha, krass. Ist natürlich heftig, direkt unter dem Stein so das zu bauen. Gefällt mir. Trotzdem komisch, dass es hier so verbuggt ist. Aber wie gesagt, nur so habe ich das gesehen, ne? Das, da ich da diesen Container gesehen habe. Sind wir noch irgendwas? Nö, wa? Aber das Blaue da gesehen. Sauerstoff. Schön, schön. Na, falls ihr wissen wollt, was ist, Koordinaten kennt er ja. Ich weiß halt nicht, ob die Map bei jedem gleich ist. So, aber das, ne, kann ich auch noch nicht mitnehmen.
Ich würde sagen, ab nach Hause, wa? Wir haben uns wieder auf jeden Fall in weite Gefilde begeben. Ein Meteoritensturm überstanden. Ich brauche auf jeden Fall mehr Wärme scheinbar. Wenn ich wirklich 2 GTI brauche an Hitze, das ist echt viel. So, da vorbei. Das hätte da hinten irgendwo sein müssen, ja, aber nichts gefunden. Naja. Sieht auch interessant aus. Oh, ist zu, alles klar. Was ist das? Wie viel Höhle? Kann ich aktuell eh nichts mitnehmen. Aber wir können es mal angucken danach nochmal. Kann sein, dass es der Hintergrund vom... Der hintere Teil der Schwefelsäulen gewesen ist. Und hier geht's auch nochmal rein. Hui! Ja, das sind die Höhlen gewesen. Da hätte ich vorbeilaufen können. Ein wenig Umweg tatsächlich. Oh Mann. So viele Ressourcen. Ein so kleiner Rucksack. Habe ich schon T5 Rucksack? Ja. Das war's, ne? Ich glaube, mehr als T5 gab's nicht. Außer ich krieg noch ein Rezept. Also kann noch einen Chip finden. Dann könnte man auch noch einen T6 Rucksack kriegen. Mann, das ist alles aber echt weit entfernt. Ich brauche diesen Teleporter. Den ich dann auf allen Seiten hinbauen kann und dann immer wieder hin und her mich porten kann, wenn das so funktioniert, wie ich mir vorstelle. So, 2 Chips. Jetpack T3. Mikro-Konstruktionsmenüfilter. Mhm. Spannend. So, Superlegierung. Alu. Ah, kommt hier auch nochmal drin. Kobalt. Dünger ist einfach alles. Iridium. Komm, Plasch. Ne, Stäbchen brauche ich nicht. Raketenantrieb ist auch wieder alles. Uranstab. Ein paar Samen. Ne, Pflanzen, wa? Was ich sonst reingemacht? Na, machen wir hier rein. Das. Irgendwas Schwefel. Nochmal ein Samen. Da war echt viel Essen. Futter. So, sehr schön. 2 Sauerstoff nur. Ist mir aber zu wenig. Ich brauche mehr. Und den Jetpack. Hier haben wir erstmal einen blendet niedrige Ebenen von Objekten aus dem Konstruktionsmenü aus. Superlegierung, Magnesium, Silizium. Warum nicht, haben wir ja genug, wa? Jetzt wird mir nämlich nur das Höchste noch angezeigt. Sehr cool. Eine Schreddermaschine. Würde ich auch gerne bauen, tatsächlich. Habe ich noch Uran? Ich hätte gern einen Uran-Asteroiden. Kobalt, Raketenantrieb, Superlegierung. Kein Chip, das ist gut. Kein Kompass-Chip. War jetzt auch egal, weil... Verdammt, was war's? Ah, ich hab's vergessen. Magnesium? Fuck. War Superlegierungen? Und Raketenantrieb. Ah, war das... Oder war es Silizium? Ah, ich guck nochmal. Oder Kobalt? Ach Gott, Alter. Bin ich einfach ein alter Mann. Kann man den Scheiß nicht mehr merken. Ah, es war Kobalt gewesen. Furchtbar ist das.
So, da ja danach direkt das Ding landen wird. Huch. So, Silizium. Weg damit. Sauerstoff habe ich. Superlegierung habe ich auch. Was zu essen, trinken habe ich. Okay, let's go. Schauen wir mal, wo er einschlagen wird. Und hat noch einen Wärmemultiplikator, ne? Hui, hallöchen. Ich hoffe, der Asteroid kommt nicht direkt auf mich zu. Lass mal einen dicken, fetten Wärmebonus bekommen, ist auch schick. Nur einer. Ich sehe nichts. Oh Gott. Hell. Oh, den Wärmebonus. 2000 PK pro Sekunde. Und 5 UK brauchen wir für... dass das nächste schmilzt. So, seid ihr fertig? Ich will abbauen. Ah, lichtet sich langsam wieder. Alter, er hat alles kaputt gemacht hier. Holy shit. Alles zerstört, holy fuck. Gut, hier sehe ich gar nichts an Uran. Aber war gut, gute Asteroide hier. Meine Güte. Ordentlich Wumms. Ah, da. Oh, okay. Das andere kommt ja wahrscheinlich nochmal on top, wa? Einfach nur nochmal gefährlicher. Ich wurde nicht abgebaut. Tan. Da ist noch ein bisschen Uran. Ist rumgeflogen hier mal. Auf wenn wir hier oben gucken. Gibt es hier noch was Schönes? Auf jeden Fall ist das gut unter Wasser gesetzt worden. Meine Güte. Oh, der bleibt jetzt hier, wa? Wir werden verseucht werden. Schauen wir noch irgendwo Uran finden, sonst wäre 5 Uran ein bisschen mickrig. Auf jeden Fall für... Ja, ist noch was. Für eine ganze Rakete. Weiß, wo das Zeug über gelandet ist. Scheint aber auf jeden Fall, oder macht gut auf sich aufmerksam. Kann man gut erkennen. So, war ich hier eigentlich schon gewesen? Oder hier? Bestimmt versteckt irgendwo. Ein Geheimversteck von, weiß ich nicht, einer goldenen Box oder so. Ernsthaft, hier geht's auch lang, ja? Oder ist das gewesen? Ach, das war es gewesen. Da wollte ich auch noch hoch, ja, das stimmt. Da müssen wir auch noch lang. Erst einmal aber ein bisschen Uran abgreifen. Da ist noch einer. Da muss ja warten, bis das alles
alles kaputte hier weggegangen ist, die ganzen. Die ganzen Felsen müssen alle weg. Hier wäre ein bisschen wenig gerade. Ich glaube, hier unten wird noch eins irgendwo stecken. Da glänzt noch eins. So. Und einer müsste da hinten noch sein. Ich glaube, da sind zwei eingeschlagen. Oder da. Da war einer. Und hier sehe ich kein Uran. Kein Urankern. Da war das einfach nur eine normale, gefährliche Rakete, die irgendwas zerstört. Asteroid. Raketen schicken wir auch. Wir haben aber... Ups, speichern nicht verkehrt. 14 Uran bekommen mit einer Rakete. Das finde ich irgendwie wieder gut. Also vielleicht finden wir hier noch welche. So, dann machen wir kurz Wasser mit. Mhm. Ist das jetzt schon weg? Ah ja, ist weg. Abgegrast und weg damit. Okay, mehr sehe ich hier aber nicht. Na ja, gut, immerhin. Oh, da hinten sehe ich den Weltraum, ne? Seht ihr das? Dieser Weltraumteil. Crazy. Ja, wir sollen es dann noch weiter höher bauen, war ja auch die Aufgabe, ne? Wollen wir es mal machen? Wollen wir es mal richtig weit nach oben bauen? Könnte super nervig werden. Zack, 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 zack. So, Wasser. Wasser, 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 Wasser. Kobalt. Ich bräuchte mal, ja, wie gesagt, die Schreddermaschine hätte ich ganz gerne. Weil die sind mir alle... Ist alles super nervig hier. Ich will das alles nicht haben, außer das Kobalt. Deswegen brauchen wir eine Schreddermaschine. Bauen wir die doch mal. Superlegierung Uran, Osmium, Schwarzpulver. Ja, Osmium brauche ich auch mal wieder Neues irgendwann. Und Schwarzpulver brauche ich zwei Schwefel, ein Iridium. Ich kann auch anderes Zeug machen. Dünger, Stufe 2 Dünger. Mutagen. Brauche ich Algen dafür. Das kann ich gleich mal gucken, ob ich Algen... Ob ich Algen bekommen kann schon. Kann ich die auch hier oben hin platzieren? Na schade. Na denn? Ah. Man muss auf den Knopf auch noch drücken, um Inhalt zu zerstören. So, und schreddern. So, dann können wir neues Kobalt abgrasen. Zack, geschreddert. Sehr schön. Haben wir noch irgendwas, was wir nicht gebaut haben? Die Wohnabteil-Ecke haben wir noch nicht gebaut. Das Biolabor kennen wir. Das haben wir auch schon. Die Bohrer haben wir auch schon. Da könnte ich halt zum Beispiel sowas wie den Mikrochip reinlegen, ne? Weil den können wir halt nicht zerlegen. Aber so wie die Gebäude kann man grundsätzlich zerlegen. Und die recycelte Maschine wert für so viel kleinere Dinge wahrscheinlich, gehe ich von aus. Alten Generatoren. Ich würde tatsächlich gerne so einen noch bauen. Biokunststoffklumpen. Aubergine. Ich vergessen. Magnesium, Superlegierung.
Da sind sie, die Algen. Kann ich noch nichts mehr machen mit dem war. Der ist schon auf 100%? Ja. Gut. Ein Schlückchen trinken. Ja, hier fehlt noch echt viel, ne? Wir brauchen mehr Biomasse. Algengenerator T2. Pflanzen kriegen wir einen Bienenstock. Insekten brauchen wir bei 500. Okay. Bienenstock halt, ne? 80 Tonnen Pflanzen. Das heißt, wir brauchen definitiv. Wir werden den Algengenerator extrem pushen. Oder Pflanzenrakete. Mhm, wird ein planetenweiter Bonus aktiviert. Bora T5 gibt es später noch. Und wie eine Schmetterlingsfarm haben wir hier. Schmetterlings Sirena-Larve. Stoff kann ich herstellen. Mhm. Bauern auf dem Freien legen sie einen Gemüsesamen hinein, um mehrere Gemüsesorten anzubauen. Aha. Schaukasten Schmetterling. Mutagen T2. Bienenstock T2 und Schmetterlingsfarm T2. Naja. Was kommt hier eigentlich noch? Seewassersammler bei 50 MTI. Das dauert noch ein bisschen. Gut, brauche ich aber tatsächlich auch gar nicht so dringend. Heizungsstufe 4. Brauche ich noch ein bisschen mehr Heizung, ne? Ein bisschen die Wärme. Möchte ich Wärme pushen? Zeug Baumrinden. Mhm, bei 12. Bohrerstufe 4. Das ist hier Bohrerstufe 5 vorhin gewesen, ne? Okay, wir brauchen mehr Kernfusionsgenerator. Saatgutstreu. Gas aus dem Untergrund. Je nach Benutzerauswahl Erze. Oh, das ist natürlich auch sehr geil. Das heißt, wir brauchen mehr Luftdruck. Luftdruck würde mir produzieren. Ein Erzextraktor, wa? Sauerstoff haben wir hier. Sauerstoff 5 pro Sekunde. Ah ja. Luftdruck, ja. Mehr Bora T3. Um Bora T4 zu kriegen, brauche ich 41.000 Wärme. Und dann also mehr Heizung. Wird auch Luftdruck machen. Das heißt, Heizung T3 wäre jetzt im Prinzip ein gutes Item, was wir bauen können. Brauche ich Iridiumstäbe? Ja, das kann man machen. Machen wir 5 Heizungen, würde ich sagen. Sind wir bei 100. Machen wir 6. 7. 7 Silizium, 7 Titan. So viel Platz habe ich gar nicht. Wir übertreiben es mal nicht. Machen 5. 5 Heizungen. 5 Silizium, 5 Titan, 5 Alu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und Titan noch. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hätte es doch geschafft. Na egal. Kann ich die Heizung auch drin? Draußen platzieren? Ne, kann ich nur drin platzieren. Das heißt, wir bräuchten gerne mehr Wohnabteile. Und die muss ich dann halt selber bauen wahrscheinlich. Ich habe zwar hier jetzt die Möglichkeit, ja, dann werde ich ja ein paar Wohnabteile noch bauen. Ich würde ja gerne so ein großes Wohnabteil bauen, aber das funktioniert nicht. Eisen, Eisen, Titan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Ich würde sagen. Und Kobalt brauche ich dann halt noch, ne? Für die Innenleiter. Für einige Innenleitern. So, würde ich sagen, bauen wir einfach mal in die Richtung weiter. Denn ich werde hier nochmal kurz einen Innenleiter bauen, um nach oben zu kommen. Wie das aussieht, weißt du? Na denn?
Kein Eisen mehr. Aber daran soll es definitiv nicht liegen. So, ein bisschen Titan noch. Ich kann mir halt so auch meine Größe bauen, ne? Das ist ja jetzt nicht das Problem. Wir sind ja auch dann zusammen. So, so, so. Sehr schön. Bauen wir unseren Heizungsraum auf, wa? Oh, noch ein Titan. Eins Titan. Okay, da kann man auf jeden Fall gut unsere Ressourcen raus. Dann müssen wir unsere Dings mal wieder füllen. Unsere Speicher. Sehr cool. Das heißt, wir generieren jetzt... Wo sind die Stats da unten? 120 Wärme pro Sekunde mehr und Luftdruck 3 pro Sekunde. Oh, das ist okay. Nehme ich mit. Bisschen Kobalt. Wir sind bei 46,94%. Oh, okay, das geht ziemlich fix. Jetzt geht's ziemlich fix tatsächlich. Unsere Wärme ist extrem. Holy shit. Ist das durch die Rakete immer noch? Sollten wir mehr Raketen ins All schicken, ne? 364 haben wir noch. Oh, das ist auch noch Schwefel. Das ist auch Schwefel. Gut, das war die Höhle, ne? Können wir einfach mal wieder in die Höhlen reingehen. Machen wir aber wahrscheinlich, wenn wir fünf Wärme haben, dass es langsam anfängt zu schmelzen. Mann, 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 haben wir viele Ressourcen hier. Irre. So, sind unsere Schränke bald wieder voll. Ist doch gut so. Oh. Wir sollten mal aufs Essen achten, ne? Dass wir noch was dabei hatten. So, Silizium. Titan und dann sind wir wieder gut gefüllt hier. Sehr schön. Wasser sind wir noch gerade schon abgerasen. Unseren Wasserschrank füllen. Und dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, machen wir ein kleines Päuschen und sehen uns in der nächsten Folge wieder von diesem wunderschönen Spiel Planet Crafter. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.